Hi und herzlich willkommen zur neuen Gearcheck-Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts. Heute mit ein paar sehr, sehr geilen Sabian-Symbols. Los geht's. Für den Gearcheck der 25. Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts hat mir die Firma Sabian 4 Mega-Rides zukommen lassen zum Testen und zum Vergleichen. Und zwar haben wir einerseits hier das Sabian Artisan Light Ride in 20 Zoll. Wir haben hier das Sabian Artisan Light Ride in 22 Zoll. Wir haben hier das Sabian Artisan Medium Ride in 22 Zoll. Und wir haben hier das Sabian Artisan Medium Ride in 20 Zoll. Alle Becken der Sabian Artisan Reihe sind handgehämmert und aus B20 Bronze gefertigt. Man möchte darin die alte Beckenschmiedetradikunst, die traditionelle Beckenschmiedekunst weiterleben lassen. Sie haben also einen dunklen Grundton und dennoch einen definierten Ping und auch eine sehr, sehr schön klingende Glocke. Das werden wir gleich alles im direkten Vergleich hören. Ich werde euch jetzt einfach immer nacheinander so ein paar Beckenbeispiele geben. Ich beginne immer auf meiner linken Seite mit dem Light Ride in 20 Zoll, dann kommt das Light Ride in 22 Zoll, dann kommt das Medium Ride in 22 Zoll und dann kommt das Medium Ride in 20 Zoll. Immer nacheinander, dann hört man eigentlich ganz gut, wie unterschiedlich diese Becken klingen können. Auf geht's! Um jetzt mal so einen direkten Vergleich zu haben zwischen den 20 Zoll und den 22 Zoll Rides, vergleiche ich jetzt AB erst immer das Light Ride in 20 Zoll mit dem Light Ride in 22 Zoll und danach vergleiche ich das Medium 20 Zoll Ride mit dem Medium 22 Zoll Ride. Immer jeweils wieder zwei Takte, aber jetzt erstmal nur im Wechsel die Light Rides und danach gefolgt die Medium Rides. Folgen die Medium Rides.
Und der Vergleich geht weiter. Jetzt vergleichen wir die 20 Zoll Rides miteinander und danach die 22 Zoll Rides. Das heißt, ich beginne jetzt mit dem 20 Zoll Light Ride, vergleiche das mit dem 20 Zoll Medium Ride und dann vergleiche ich das 22 Zoll Light Ride mit dem 22 Zoll Medium Ride. Und nun folgen die 22 Zoll Rides. Obwohl das alles Becken aus der Serie der Artisan-Reihe von Saban sind, sie klingen alle sowas von unterschiedlich. Und das liegt natürlich an der Herstellungsweise, sie sind handgehämmert, das ist auch gewollt. Jedes Becken ist ein Unikat. Ich finde, ein sehr deutlicher Unterschied ist zwar den 22-Zoll-Rides zu hören, zwischen dem Light-Ride und dem Medium-Ride. Das Light-Ride ist wirklich so ein bisschen mehr für mich das jazzigere Becken und das Medium Ride geht dann eher so in die Classic-Rock-Schiene. Könnte auch mal super bei einem Pop-Song oder beim ganz normalen Rock-Song eingesetzt werden. Man könnte auch die Lights als Crashes einsetzen, als normale Crashes, gar nicht als Rides. Es geht natürlich auch bei den Mediums, also die sind sowas von flexibel. Das ist der Wahnsinn, also es lohnt sich definitiv, die Becken auszuchecken und ihr müsst sie auschecken, denn wie gesagt, jedes einzelne Becken ist ein Einzelstück. Also ausprobieren, anhören und ihr werdet bestimmt ein Lieblingsbecken darunter finden. Die 22 Zoll Rides werden übrigens auch noch mit einer Beckentasche ausgeliefert. Das erhöht die Wertigkeit nochmal und das sind absolute Becken der obersten Güteklasse. Unbedingt ausprobieren. Und weil die Becken so viel Spaß machen, spiele ich jetzt einfach so ein paar Impros damit und wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zuhören und auch, wenn es ein Video ist, anschauen.
Das war der Gearcheck der Episode 25 Schlagabtausch. Mein lieber Freund Dirk Brandt und meine Wenigkeit, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr in den Podcast mal reinhören würdet. Den Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcast gibt. Für heute verabschiede ich mich erstmal. Wenn ihr Bock habt, abonniert doch bitte meinen Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like da. Natürlich ist auch das Teilen erlaubt. Wenn irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare rein. Ihr findet mich aber auch auf allen sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, wo auch immer, einfach unter meinem Namen Timo Ickenroth. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auch fürs Zuhören und sage bis demnächst, euer Timo. Ciao.